Wir haben zwei Pläne. A. Wir bauen ein schlecht zusammengezimmertes Floß und schwimmen damit in die Stadt. B. Wir bauen ein schlecht zusammengezimmertes Stromleiter und klettern damit in die Stadt. Nein! Der Scheißplan ist Adam, mir ruft einen behinderten Luftdschinn, der uns darüber fliegt! Du weißt, dass das nicht geht. Denn weißt du, was passiert, wenn Adam mir einen Luftdschinn so ruft? Der wird durch alle Wände hindurch den Palastberg fixieren und dann dahin fliegen, um sich mit 33 Karakelen Schlammcatchen zu duellieren. Ja, wenn er den nicht beherrschen würde, schon. Deswegen ja, die Beherrschungsprobe, mein Junge. Abelmir, wie ist dein Kontrollwert auf dem Luftdschinn? Ja, wir wissen ja, wie gut Abelmir Dschinne beherrscht. Mein Kontrollwert ist bei 14 irgendwie. Ja, so. Nehmen wir an, eine Erschwernis von 5 Punkten, hast einen Kontrollwert von 9. Willst du auf die 50-50 eingehen? Ja. Aber man kann es dann sicher leisten noch durch die Übrigbehalten und ZFP etc. Also man kriegt da ein bisschen was zu. Ja, 3 für einen. Moment, Moment, Moment. Ich weiß, woher der Wind weht. Du willst den wieder vor ein Gericht ziehen, nicht wahr? Richtig. Auch. Auch verdient er erst. Du Lumpensack. Man muss ja Sonnenbahnstrahler der Befindlichkeiten haben und zu mal. Also diese 50% Chance ist ungefähr 8 Millionen Prozent besser als mit diesem behinderten Drecksding da, sich mit 6 Mann und einem Bären einfach auf dieses Floß zu setzen. Also erst einmal, dein scheiß Bär bleibt hier. Der Bär bleibt ganz woanders, der bleibt bei mir, mein Junge. Dann kannst du ja über die Mauer klettern. Ja, das ist ja immer noch der bessere Plan. Ich stimme dir ja zu. Wollt ihr weißt uns du, wir nicht machen so einen Katapult bauen? Wir machen Kopf, dass Aviander vielleicht am Arsch ist, weil so ein Paradiesvogel auffällig ist. Zeit, aber du willst buchstäblich als du selbst mit 6 Mann und einem Bär darüber fliegen. In der Nacht über die Mauer, wo die alle 10 Minuten kontrollieren? Ja. Ja. Weil das viel schneller geht. Wir sind da in einer Minute drüben. Wir laufen an die Mauer ran, aber... Oder wenn man etwas schneller geht, muss man deswegen noch lange nicht die Magie auspacken, sagt Prios jetzt. Ja, aber Prios ist ein dummes Stück an der Stelle, weil das eine Behindertenlösung ist. Ja, das kannst du im Schlagring in der Hand nochmal sagen. Ja, kein Problem, der ist Chorgeweiht, der macht Gewaltenschaden. Ja. Damit prügel ich dir deine dunkle Seele aus dem Leib. Ich gehe sofort einen Plackeranspakt ein, wenn es dich umbringt. Ja, ich weiß. Ja, also, wir können es gerne auf das Floß setzen, aber das wird sang- und klanglos untergehen. Und Junge, es ist ein Floß. Solange es schwimmt, ist alles gut. Keras steuert das Ding. Könnt ihr höchstens einen elementaren Diener bitten, kurzfristig ein Loch in diese Mauer zu machen, wo wir durch der die... Der Diener hat da nicht genau Bums für. Diese Mauer ist ja nicht 5 Meter breit. Prosti, wie breit ist die Mauer? Wie breit? Und wenn die Mauer 4 Meter hoch ist? Ich meine, die ist mir nicht mindestens breit genug, dass da bequem jemand drauf rummarschieren kann. 1,50 Meter hoch, vielleicht 1 Meter breit. So, dass du halt drauf gehen kannst. Wie ja. Durch die Mauer durch. Ja, die Mauer ist so breit, dass du mindestens drauf gehen kannst. Das heißt mindestens 2 bis 3 Schritte. Ja, 2 Schritte ist die vermutlich oben breit. Ich weiß nicht, was du brauchst, wie viel dieser elementare Diener mit 15 ASP macht. Aber Isarun kommt da mit einem 30 ASP des Druckniveaus. Kontrolle über Mittel kostet 11 ASP pro Spielrunde. Ja. 15 ASP steht zur Verfügung. Kontrolle Elemente hängt aber auch von seinen Fähigkeiten ab. Und er hat den THW auf 7. Ja. Weiß er muss ja bloß ein Loch machen. Also das ist besonders schwer, oder? Ein mannshohes Loch. Ein 1,50 Meter hohes Loch, irgendwie. Ja. Das reicht doch ein Meter Loch. Wir können da durchkriechen. Ja, wo ist denn das Ding? Das Meter mal Meter ist völlig ausreichend. Ich bin nicht Frosty. Ich halte mich da raus. Wenn Frosty sagt, das geht, dann mach das ruhig. Nee, jetzt setzen wir uns auf dein beschissenes Boot und kratzen alle dann ab. Hör doch auf zu maulen! Du darfst hinterher maulen, wenn wir abgesoffen sind! Nee, ich will vorher maulen, damit du weißt, was für eine behinderte Idee das ist! Du willst nur hinterher 3 Jahre lang sagen können, ich hab's dir doch gesagt! Ja, richtig! Ja, du musst mal bedenken, er ist es, der die Plattenrüstung kriegt von uns. Ja, ich habe keine Plattenrüstung! Doch, du hast die Plattenrüstung. Nein! Du bist ja dann gerade in den Trümmern der Quelsan-Rolex-Sakrale und da bleibt sie auch, bis ich endlich eine neue machen lasse. Du bist also rüstungslos, oder? Ich hab einen Kettenhemd an. Ja, das ist genauso beschissen zu schwimmen. Nein, Junge, 1 Punkt Behinderung. Okay. Den habe ich auch. Aber den würde ich aber nicht haben, wenn wir auf Wasser gehen. Du hast dafür 5 Behinderungen im Kopf. Ja, nee, da habe ich 5 Rüstungsschutz. Das auch. Oh Gott. Zumal du das Kettenhemd in den Rucksack packen kannst, genau, dann hast du 0 Behinderung.
Ja, den kannst Venom du das denn alles schwerer irgendwie. Ist ja, und dann rechne mal bitte dein Gewicht aus und dann gucken wir mir nochmal, ob du das dann tragen kannst. Mein Gewicht ist seit Maraskan durchgerechnet und ja, ich kann. Was glaubst du, wenn wieso du hast du denn dabei, außer dein Kettenhemd, deine Waffen? Richtig, mein Kettenhemd, meine Waffen, meinen Bogen und ich nehme an Proviant, der ja scheinbar alle ist. Wie hast du dann in der Wildnis geschlafen? Einfach so? Wie hast du in der Wildnis geschlafen? Waffsack? Im Sommer? Ja, klar. Ja, dann vorne. Kannst du offen liegen schlafen, soll ich reinkriechen? Ja, dann liegst du einfach so als Adliger mit SO. 10 auf dem Boden. Das ist natürlich standesgemäß. Ja, tut mir leid, dass ich in Zorgan nicht noch erst 4 Monster reingekommen habe. Ich hatte vielleicht ein bisschen Wichtigeres zu tun, wie zum Beispiel nicht in den Knast zu wandern. Ja, das spricht ja auch schon wieder gegen dich. Kennst du doch schon gut. Ja, richtig. Da war's ja schon mal. Da kannst du ja die Wachen sagen, hey, bin wieder da, Jungs. Wie geht's euch? Habt ihr mein Lieblingsessen? Wer hat das letzte Mal Skat gewonnen? Genau. Alter. Kann ich austauschen. Pelkrum war schöner, der Knast. Es haben schon Leute für weniger passiert. Hier gibt's ja nicht mal Bohnen. Kannst du dich mit deinen anderen Knastbrüdern zusammensetzen und sowas erzählen wie, also im Perikum, da sind die Pritschen viel breiter, kann ich dir sagen. Und es gibt jeden Tag Bohnen, wir können jeden Abend Furzkonzert machen. Und die Ketten sind schwerer. Ich will schwere Ketten. Und die Wachmänner sind viel fetter. Also ich meine, ihr habt krasses Boot fahren, deswegen könnte es vielleicht was werden, aber ich sehe uns damit ganz mies ab. Ich sehe halt, dass die uns damit entdecken. Das sehe ich halt immer noch. Nee, nachts also das sehe ich eher die Schwierigkeit, wenn wir ein Loch da reinschlagen, weil das dauert halt schon seine Zeit. Ja, vor allem Loch bleibt ja irgendwie. Das Loch bleibt und das ist auch nicht leise. Ja, aber was spricht denn einfach dagegen, sich darüber fliegen zu lassen? Moralkodex Preios? Ja, dein Moralkodex Preios kann mich mal kreuzweise am Arsch lecken. Mich kann auch dein Bär mal am Arsch lecken. Genau 25 ASP übrigens. Du willst ja wirklich von einem Bären am Arsch lecken lassen, du bist ekelhaft. Ich sag, du hast doch noch nichts Vernünftiges gesagt. Wie gesagt, ich bräuchte eine ASP dafür. Ich habe nur 25. 30 brauche ich mindestens. Ach so, sonst schaffst du es nicht. Ja gut, yep. Dann fliegt der Plan ja auch raus. Na komm, aber wie du hast meisterliche Reg, ja? Ja, aber ja, das heißt 6 Stunden übernachten. Ja, übernachten wollen wir hier, oder? Ja, wir fahren doch jetzt erstmal auf eine Patrouille. Wir legen jetzt nicht auf die Lauer. Die ganze Nacht? Ja. Die kommt hier alle 2 Tage unregelmäßig vorbei, aber wir vielleicht die ganze Woche. Okay. Ich habe nur gesagt, wir brauchen die ASP vielleicht später noch, aber okay. Dann springen wir wie der Vietcong aus dem Gebüsch und machen die nieder, die 10 Mann. Das wird auch nicht leicht. Es geht, aber es wird nicht leicht. Das ist der nächste geniale Teil unseres Plans. Ja. Naja, komm, ich meine, 10 Mann, ein Offizier, Irrhalkengarde. Also macht schon ziemlich Krach, oder? So ein Kampf vor dem Tor. Deswegen packen wir sie ja weit weg. Ich stelle sie jetzt nicht vor das Stadttor, so 3 Meter sagen, guck doch, Gänsefleisch, mein Körpersalbe. Werden die nicht vermisst nach spätestens einem Tag? Die sind unregelmäßig unterwegs und das letzte Mal waren sie mindestens 2 Tage auf Patrouille. Nee, sie sind 2 Tage hier. Die sind vor 2 Tagen hier lang gekommen, das hatte ich nicht gesagt. Und selbst wenn sie vermisst werden, aber mir, denken die sich, okay, ja, die haben irgendwelche Renegaten aufgerieben. 10 Mann ihr halten gerade, werden von irgendwelchen Bauern aufgerieben. Ich sage nicht Bauern. Ja, was für Leute hast du denn hier noch für Hoffnung? Zum Beispiel Irmelgundes Heer, das sich ja offensichtlich noch hier rumtreibt? Die sind ja, Richtung das Osten, auch wieder nee, gespawnt ist. Ob die brauchen. Ja, wissen die das? Wenn sie nicht völlig verblödet sind, schon eigentlich. Wissen wir, dass wir nicht irgendwie Entsatz von Burg Falkenstein sind? So ein Banner schlecht gebürstete Knechte, die noch einberufen wurden, wie ist das dann kommen? Ich würde ungern mehr Aufmerksamkeit erregen, als nötig ist. Wissen die, dass ihre Lolgramot-Jungs sich nicht einfach gedacht haben, wir machen mal Urlaub? Wissen die, dass sie vielleicht diesen komischen Dämon dabei haben, der eine ganze Menge Scheiß weiß? Also, ihr Erbsen, es ist ja jetzt nicht so, als ob wir, wenn wir die platt gehauen haben, da denken so, ach, jetzt bleiben wir hier nochmal eine Woche und machen Ferien. Sondern wir gehen ja dann schon direkt los. Also, so viel Zeit zum Vermissen werden die gar nicht haben. Idealerweise ist 5 Tage später jeder, der die vermissen könnte, einfach tot. Ja, das Problem ist aber, wenn wir die da angreifen, ich weiß nicht, also da werden wir schon krass einstecken, nehme ich an. Das ist richtig. Dann sind wir aber voll gebumst. Wir haben Fallblütentee noch und nöcher. Ja, aber dann müssen wir ja warten, bis wir wieder geheilt sind. Ja, der wirkt innerhalb von 3 Stunden. Gib ihm 2 Dosen, brauchst du 6 Stunden. Das färbe mir und Isarunde noch eine ASP-Rec-Phase und dann geht's los. Solange werden wir eh brauchen bis Nacht, dass wir unser Boot fahren können. Das ist nicht das Problem. Gut, ich habe das Gefühl, wir stechen alle,
alle miteinander und ich nehme da niemanden aus, einfach zu viele Löcher in Pläne, die eigentlich ganz einfach sind. Wenn sowieso gerade alle da sind, ihr könnt schon mal aufs Rabenland der Partien connecten. Ich werde da mal eine kleine Karte von dem Bauernhof reinziehen. Nur damit wir hinterher, und auch damit Raffin beruhigt ist, und damit wir hinterher nicht in irgendwelche, du hast doch gesagt, Schwierigkeiten kommen. Dieser Bauernhof ist weit genug von der Stadtmauer weg, dass man uns nicht sieht oder hört, wenn wir einen heißen Kampf anstecken. 400 Meter, den holst du ja nie wieder ein. Was machen wir sowieso, wenn die Briten sind mit 10 Mann und sich nicht denken, wir kämpfen? Wenn die Briten sind, bleiben wir im Gebüsch sitzen und lassen sie passieren. Da gibt es ein Ignisfero und Gutes. Das kommt noch dazu. Weil wir alle so einen harten Sich-Verstecken-Proben würfeln können. Soll ich mal, soll ich mal vormachen? Die kommen. Dann bleibt ihr halt in der Scheune stehen und einer versteckt sich. Und wenn der jetzt ruft, springt ihr alle aus der Scheune. Also die Patrouille kommt nach chaotischen 1W20. Stunden. Stunden. Okay, Stunden. Ich dachte schon. Cool, dann lege ich mich sofort schlafen. Mit dem Gespräch. Das ist eine harte Ansage. 6 Stunden ist rum. Das ist eine harte Ansage. Ich bin spontan müde geworden. Lass mich durch. Dieses Metagame. Hervorragend. Irgendwer muss ja. Hervorragend. Ja, was glaubst du? Ich hab mega ASP rausgehauen mit dem ganzen Kack hier jetzt. Was hast du denn? Abelmir hat doch alles gemacht. Hallo, ich hab Odem, ich hab Analyse. Odem für 3 ASP? Ja, aber trotzdem. Analyse. Ich hab nur 60. Warte, der Odem kostet echt nur 3 ASP? 4 im Normal. Ja. Also der Oculus, sorry, der Oculus. Wie kostet der Oculus? Der Oculus kostet nämlich 11. Ja, der Oculus ist was, aber sie sagte eben Odem. Ja, weil ich ihn ja auch noch gesprochen habe. Ich hab Odem, Analyse und Oculus. Und Guardianum. Kein Geiz an der Stelle. Vor allem, da der Odem mindestens 14, der Oculus mindestens 14 kostet. Jo. Wenn wir einfach über die blöde Mauer geflogen hätten, hätten wir weniger ASP ausgegeben. Hör mit deinem Fliegen auf! Fliegen ist super. Du willst nur nicht fliegen, weil du blöder Pajot bist. Warum kannst du dich nicht in einen Falken verwandeln oder so? Weil die Liturgie-Tiergestalt im Freiheitscode nicht vorliegt. Ja, weißt kannst warum? Du nicht mal irgendwo Nachhilfe nehmen? Kann ich ja sagen, warum. Weil du dich sonst konsequenterweise in Greifen verwandeln müsstest und das ist nicht drin. Wieso? Du kannst auch eine Greifkatze werden. Und auch das will ich nicht. Ja, ich würde dir einfach einen Adler geben. Also wenn du lernen willst, dann bist du halt ein Adler. Wenn dann folgen, aber nehme ich. Also das ist nur wirklich was ich jetzt auch rausregeln kann, wenn du da Bock drauf hast. Ja, okay, nehme ich. Ich wollte nur darauf hinweisen, weil er gefragt hat, warum kannst du die nicht, weil ich sie bis jetzt nicht gelernt habe, weil ich nicht darf. Und weil es halt nicht so hoch auf der Liste stand, dass ich irgendwie deswegen eine Hausregelung gefragt hätte. Also du wirst dann quasi unser Hexenspähtrupp, das gefällt mir, die Ironie. So, dann sind wir mal clever und machen keine Atomschlagziele. Atomschlagziele? Naja, also nennt man bei der Bundeswehr so einen Granatenposten. Ich bin mal sehr gespannt. Also so Überzahlkampf, das wird jetzt haarig. Also ich bin sehr gespannt. Also vor allem, der Battle-Mönch ist halt auch. Also es ist kein Battle-Mönch, sondern ein Battle-Mönch. Was für ein Mönch? Der ist was dabei? Für ein Mönch? Der Wo kommt ist dabei? Mönch her? Der Battle-Mönch. Der ist dabei. Der Battle-Mönch. Ist denn der Battle-Mönch? Junge, es ist der Battle-Mönch! Ja, aber mir weiß, wer der Battle-Mönch ist. Das ist der Lehrer von genau. Dem Rufer von Borbarat. Genau. Wie ist denn nochmal dieser Schwarzmagier? Liskom von Fasar. Das war der Lehrer, der Liskom von Fasar alles beigebracht hat. Und Liskom von Fasar war nicht ganz unfähiger Typ. Das ist die Untertreibung des Tages. Der Typ hat wohl Langeweile, dass ich so denke, ich mache jetzt Patrouillentrupps, Jungs. Der Typ ist okay. Unstet. Also ich kann anbieten 3 Heiltränke, Fallblüten, Erschöpfungspastillen, Unverwundbarkeitselixiere und Kleinzeug. Ich habe auch noch ein Unverwundbarkeitselixier Qualität C, aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Wahrscheinlich von wir haben welche bekommen in Gareth. Also ihr müsst magisch irgendwas machen, weil ich halte nicht lang durch. Frosty erzählt, dass sie als Dämonen verseucht ist. Armatrotz höchstens auf dich wirken. Dämonisch verseucht, also die Finstermark, ich gebe dir eine +2 oder sowas. Daran kann ich leben. Und zumal, wenn ich meine Rüstung anhab. Also wenn alles schief geht, nehmen wir unsere Paralyse-Artefakte, knallen die den Leuten vor den Kopf und schreien zu Stein. Die haben wir noch. Die müssen wir aber tragen, um Hals tragen, die Amulette. Meins ist leider kaputt. Berühren, oder? Also meins ist leer. Ich würde auch sagen, Körperkontakt reicht. Ja, dann musst du genau den Zeitpunkt erwischen.
Ja. Ist halt ein Berührungsangriff. Dann legt ihr die ins Wasser. Soll sich der graue Mann drum kümmern. Viel Spaß, ein Geschenk. Also die kommen, okay, folgender Plan. Die kommen vorbei, wir springen da raus, wir sagen haha, wir hacken direkt zu. Ja klar, das ist ja eh klar. Es wird nicht verhandelt oder gehaspelt oder sonst irgendwas. Kill the Mage first. Weil wenn der ein Transversales beherrscht, dann sind wir am Arsch. Aber mir kennt die alten Shadowrunner-Regeln, Geek the Mage. Richtig. Genau. Könnte Bewegung stören auf ihn noch, denn, aber... Das Problem, das wir haben werden, ist, ich habe sich verstecken auf null. Ja, dann legst du dich aber flach auf den Boden und bleibst da. Ja, ist wohl richtig, aber wenn ihr dann auf einmal rausspringt und ich lieg flach auf dem Boden, dann brauche ich ja, aber dann zwei... Dann musst du es halt riskieren, dass du mal zwei Aktionen hinten dran hängst. Ja, ist kein Problem. Dann außerdem Verordnung von oben, sich verstecken steigern. Such dir ein breites Gebüsch. Ich muss gerade noch Punkte sparen. Wenn du sagst, um KK zu steigern, ja, ich komm zu dir nach Hause und ich kack in deinen Toilettenspülkasten. Nein, K.O. Also auf erstmal werde ich auf jeden Fall Bewegung stören auf den Magier wirken. Wenn du das hinkriegst, das wäre natürlich Bewegung stören, aber Bewegung stören wirkt, gebe ich doch nur, wenn er sich magisch fortbewegt. Ja, ein Transversales. Transversales hat keine Bewegungskomponente. Ich will verhindern, dass er sich bewegen kann mit magisch Weise. Wenn er Transversales beherrscht und sich drückt von Transversales hat kein magisch als Merkmal. Was? Kein Bewegung, meinst du? Ja. Limbus versiegeln brauchst du. Richtig. Transversales hat Limbus und ach ja, was, Limbus. Warte, ich bin gerade im Tauschrausch. Sorry, ich bin im Tauschrausch. Tauschrausch, ja. Mach da einfach so einen Tauschrausch. Transversales hat Limbus und rate mal, richtig, Limbus! Aber was machen wir denn, wenn die Patrouille jetzt nicht hierhin läuft, sondern einfach da lang geht? Dann wissen wir, wo sie lang gegangen sind und können uns auf die Lauer legen, wenn sie zurückkommen. Ja, und dann? Wollen wir die einfach zufrieden lassen? Die und dann packen wir, wenn sie zurückkommen. Also ich bin auch dafür, wir lassen diese scheiß Patrouille in Ruhe. Das ist komplett Wahnsinn. Selbstmörderisch, die anzugreifen. Wir erobern einfach neue Rommelis. Sind richtig, ja 40. Du predigst die ganze Zeit von, wir gehen da hin und hauen die um? Ja, aber doch nicht Männer, die gerade bereit sind, in den Kampf zu ziehen. Das ist doch behindert. Die sind nicht bereit, in den Kampf zu ziehen? Die Maschinen hier fröhlich eine random Patrouille. Eine random Patrouille ist klar. Und der Hetzer hat einfach... Nee, der Battlemönch hat gerade Langeweile. Also, kurz, das Geierkind ist halt ein Standard Leugramot-Baktierer. Und der hat bei uns drei Leute gewiped, die mit 18.000 AP rumgelaufen sind. Aber das ist ja nicht das Geierkind, das ist der Battlemönch. Genau. Ist der besser oder schlechter? Der ist viel besser. Im Allgemeinen sind so benannte Charaktere immer schlechter als der Standard-Charakter. Okay, deswegen sind sie benannt. Dann lassen wir sie gehen. Das ist der Urbombardianer, könnte man sagen. Der finde auch, wir sollten die auf keinen Fall angreifen. Das ist. Wenn das nicht einfach. Was seid ihr denn für Pussy? Sie werden abgestochen, alles amt. Ey, wenn das nicht einfach irgendein Dully-Mage ist, dann lassen wir sie gehen. Ja. Ich bin auch schwer dafür. Jungs, gebt mir noch zwei Monate, dann kann ich im Bandstrahl. Dann können wir nochmal reden. Also ansonsten, wir müssen ja auch nicht kämpfen. Das ist halt ein Angebot, was ich mache. Das entscheidet ihr. Ja, keine Ahnung. Irgendwie, das ist halt nicht die Dully-Patrouille von 10 Mann. Das ist die Dully-Patrouille von 10. Es gibt keine Dully-Patrouille. Es gibt, also willst du Straßenbäuber kloppen? Ich kann ja auch einen Straßenbäuber. Nein, aber es ist halt nicht die 10-Mann-Patrouille. Es ist die 10-Mann-Patrouille und der Battlemönch. Ach komm. Ignisphero zwei Stück rein, was soll ich denn sonst machen? Wenn ich euch da 6 hinstelle, dann schnetzelt ihr mir die auch. Deswegen habe ich gesagt, nehm den Mönch weg. Nehm den Mönch nicht weg. Das hab ich alles so Schiss. Ich erinnere euch gerne dran, dass wir in 2 Runden fucking Bayrock zerschnetzelt haben. Ja, sagen, das Problem Drachentöter ist. Drachentöter zweimal. Ja, da, aber ein Drache auf, okay, sind nicht 10 okay, Leute, auf, die alle. Folgender Plan: Handeln. Isnerun, Ignisphero in die Menge, zentriert so, dass der Battlemönch auch drin steht. Aber mir, Ignifaxius. Battlemönch. Weißt du, was das Tolle an Leugramot ist? Du brauchst keinen Limbus versiegeln, wenn der Typ mit 3 Brustwunden am Boden liegt. Ja, aber Gefahrensding, das ist super. Der Typ ist vor allen Dingen vor dir dran. Guck dir mal seine Eni an. Der hat eine 36er Eni. Du sagst, er zieht vor. Gefahrensding. Hier, und dann macht der Guardiano. Bums. Und dann stehst du da mit deinem tollen Schadenszauber. Du glaubst, der Battlemönch macht einen Guardiano? Ja, oder der Battlemönch. Er heißt nicht umsonst Battlemönch. Fuck, okay. Ja. Neuer Plan. Es geht nicht ums Betteln. Neuer Plan? Ich schieße ihm in den Kopf. Ja, der ist trotzdem vor dir dran und verdammter Leugramot-Paktierer, der ist ja, einfach weg. Was soll er machen? Guardianum hängt keinen Pfeil auf. Ja, aber wenn er einfach der weg ist. Der ist viel schneller als du. Wenn der ist einfach in der Stadt und hat seine 15 Leugramot-Bruder wiedergeholt. Junge, ich habe 250 Schritt Reichweite.
Ja, er ist und, trotzdem schneller als du. Ja, und? Einfach ausweichen oder ein Fortifex oder keine Ahnung was. Transversales. Fortifex hat 11 Aktionen Sauweiler. Transversales. Sorry, 7. Hä, aber, also wenn er wegläuft. Transversales hat immer noch 2 Aktionen Sauweiler, da nur eine kriegt, bevor er von mir dran ist. Wieso hat er nur 2? Kann er verkürzen, oder? Wenn er Inni. Okay, wenn er viel Inni hat, bin ich ja. Er hat 36. Ja. Okay, machen wir es einfach. Stimmen wir ab. Wer möchte den Battlemönch killen? Oben von unten. Abel mir. Ja. Nein. Ja. Nimm mir ja. Ja. Rafim. Ja. Nein. Ich hab so lange schon kein Magier mehr abgestochen, Leute. Rosti? Ja. Ich sag, Rune ist nicht da. Ja. Das ist mir, ja. Also wenn ihr die angreift. Isarun, du willst den Battlemönch killen? Naja, wenn wir die Möglichkeit haben, ihn zu killen. Das wird hier gerade diskutiert. Da glaube ich halt wenn nicht. Wenn Abelmir sagt, wir können den Mönch nicht killen, der ist vor uns dran, der zaubert einen Guardianon und transversalisiert er sich weg. Ich weiß nicht, was ihm das bringt, denn bis die ihre paar Kilometer weit gelaufen sind, die Verstärkung, haben wir die Typen schon abgeschnetzelt. Ja, aber hä? Ja, was glaubst du, das juckt den, dass hier 10 Irmgarde-Schießen sterben? Nee, aber wir sind schon längst weg, wenn die wiederkommen. Du willst vor Paktierer des Unsteten weglaufen? Das ist ein guter Plan. Die sind nicht flotter als du. Die sind sehr langsam unterwegs im Allgemeinen. Was, Junge, hast du Lack gesoffen? Wie ihr schreitet, ohne dass ich was gemacht habe. Lolgrabort ist zufrieden. Hast du Lack getrunken? So, alle sind wieder da? Aber mir. Nein, ich muss pissen. Wieso? Ganz ehrlich. Ja, ich weiß, gehören weiße Hetzer nicht entweder zu Lorana Kyriak? Tobrien. Das sind Tobrien. Sind das nicht bei Shirasha Dämoniden? Das ist doch egal, wo sie herkommen. Du willst sie nur eh nur umbringen. Die Irrhalken gehören auch nicht zu Lolgramat, meinst du nicht? Trotzdem hier läuft die Irrhalken gerade rum. Die wurden in Yol'Gomak gefertigt. Ach, jetzt geht ihr ganz plötzlich, einer nach dem anderen.